Hey Formel 1 Freaks, Lando Norris hat 2021 eine super Saison für McLaren abgeliefert. Er hat 4 Podestplätze erreicht, seine erste Pole Position und fast seinen allerersten Sieg seiner Karriere in Russland, der nur dadurch verhindert wurde, dass am Ende des Rennens noch der Regen eingesetzt hat und sich das Team dagegen entschieden hat, Lando Norris noch an die Box zu holen und ihm Regenreifen drauf zu tun. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass sie schon im Mai 2021 seinen Vertrag vorzeitig verlängert haben bis Ende 2023, obwohl sein Vertrag eigentlich schon bis Ende 2022 ging. Und dann war es tatsächlich so, dass sie diesen Vertrag im Februar 2022 noch ein weiteres Mal verlängert haben bis Ende 2025. Und das, obwohl da noch gar nicht klar war, wie die Autos mit dem neuen Reglement funktionieren werden. Das war noch vor dem Launch des Autos. Und trotzdem haben sie sich schon dazu entschieden, gemeinsam bis Ende 2025 weiterzumachen. Und diese Entscheidung, die hat Jenson Button überhaupt nicht verstanden, denn Lando Norris hätte alle Zeit der Welt gehabt, auch nach dem früheren Ende des Vertrags sich noch neu umzuschauen oder auch weiterzumachen mit McLaren, aber das eben erst dann später zu entscheiden und nicht gleich vorzeitig. Er hätte damit sich die Möglichkeiten offen gelassen, möglicherweise doch noch zu einem anderen Team zu wechseln, denn man weiß ja nie, McLaren ist zwar ein super Team mit einer tollen Historie, aber im Endeffekt hat es in den letzten Jahren nie mehr wirklich konkurriert mit den Top 3 Teams da oben, nämlich Red Bull, Ferrari und Mercedes. Und wenn da mal ein Platz frei geworden wäre, frühzeitig, dann hätte Lando Norris möglicherweise die Chance gehabt, in ein solches Team zu wechseln. Es ist zwar in den heutigen Zeiten üblich, dass sich die Teams langfristig binden mit einem Fahrer, das sieht man bei den Top-Teams, zum Beispiel Red Bull mit Max Verstappen bis 2028 oder Charles Leclerc bei Ferrari bis 2024 und eben jetzt Lando Norris bei McLaren bis 2025. Aber wer weiß, es tut sich manchmal was und man kann sich ja auch rauskaufen aus einem Vertrag. Aber letztendlich ist es bei Lando Norris Vertrag so, dass es keine Ausstiegsmöglichkeiten gibt. Und das hat Jenson Button kritisiert, denn so hat Lando Norris jetzt eigentlich keine Möglichkeiten mehr bis Ende 2025. Jenson Button hat dazu Folgendes gesagt: Ich verstehe nicht, warum Lando sich so lange gebunden hat. Das hat mich überrascht. Ich finde Kontinuität im Sport eine feine Sache, aber wer weiß schon, was in 2 oder 3 Jahren sein wird. Niemand kann sagen, wo der Rennstall in 3 Jahren stehen wird. Er gewinnt die ganze Zeit an Erfahrung und Speed und in Russland hätte er vergangenes Jahr beinahe sein erstes Rennen gewonnen. Ich erkenne einfach keinen Sinn darin, sich für eine so lange Zeit bei einem Rennstall zu binden. Er muss doch wissen, dass er auch noch in 2 Jahren ein begehrter Pilot sein wird. Ja, Jenson Button hat ihm meiner Meinung nach vollkommen recht, denn man hat ja auch gesehen, dass das neue Reglement jetzt bewirkt hat, dass McLaren zwar immer noch einigermaßen okay bei der Musik dabei ist, aber im Endeffekt schlechter geworden ist als 2021. Lando Norris hat dieses Jahr zwar schon ein Podium erzielt als Dritter in Imola und 7 Top-10-Platzierungen, aber wenn man das eben mit letztem Jahr vergleicht, ist das deutlich schlechter. Und deswegen kann man da Jenson Buttons Kritik schon verstehen, dass die lange Bindung eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Er hätte sich so viel mehr Optionen offen halten können. Doch jetzt hat Lando Norris im Rahmen des Spielberg Grand Prix darauf reagiert, auf diese Kritik und gesagt, dass er das überhaupt nicht versteht, was Jenson Button sagt, denn er hat sich einfach dem Team verschrieben und es ist da ein großes Vertrauen da und deswegen hat er sich so lange für das Team gebunden. Zumal er ja auch schon seit Beginn bei McLaren ist, also er ist seit 2019, seit dem ersten Jahr in der Formel 1 bei McLaren und das bindet natürlich. Lando Norris hat dazu Folgendes gesagt: Wer so etwas sagt, hat doch null Ahnung. Ich respektiere die Meinung anderer Menschen, aber Fakt ist, ich fahre für ein gutes Team, an das ich fest glaube. Ich weiß, wo sich McLaren hinbewegt. Ich weiß, was alles für die Zukunft aufgegleist ist. Ich will bei keinem anderen Rennstall sein. In Teams geht es letztendlich immer um die Menschen. Ich liebe die Menschen bei McLaren und fühle mich hier zu Hause. Die Tatsache, dass ich solche Möglichkeiten hatte und mich trotzdem entschieden habe, bei McLaren zu bleiben, ist eine starke Botschaft. Ich will hier sein, ich will hier bleiben und hier Siege feiern und Weltmeisterschaften gewinnen. Ich habe alle Faktoren in Betracht gezogen und mir Gedanken gemacht, wo sich was ergeben könnte. Aber McLaren ist meine beste Option und ich bin sehr glücklich darüber, weiterhin hier zu sein. Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren vorn um Siege kämpfen werden. Ich bin in diesem Team aufgewachsen und bin Teil dieser Reise, auf der wir uns befinden. 2021 war ein weiterer toller Schritt, sowohl in meiner Karriere als auch hinsichtlich der Performance des Teams.
Ich sehe und spüre die Arbeit, das Investment und die Entschlossenheit in diesem Team, um eines Tages um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen zu können. Ja, das klingt doch ziemlich zuversichtlich von Lando Norris. Das hat er auch verdient, denn er ist ein super Fahrer und ich glaube, er hat auch recht damit. Er kann irgendwann um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen. Er hat das Talent dazu und auch McLaren hat das Potenzial dazu. Das hat die Geschichte bereits gezeigt. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bleib für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.